Hi, bei mir geht es heute um das Thema Slow Motion. Viel Spaß! Ja, das Prinzip von Slow Motion ist ziemlich einfach. Ihr filmt mit relativ viel Frames, das heißt mit 50 oder 60 Frames pro Sekunde oder noch mehr und verlangsamt dann euer Video in der Post-Production. Grundvoraussetzung ist natürlich eine Kamera, die auch 50 Frames pro Sekunde oder mehr filmen kann. In der Regel können alle Kameras, die heutzutage rauskommen, 50 Frames pro Sekunde oder 60 Frames pro Sekunde filmen. Die einzigen Kameras, die das nicht können, sind die Canon Einsteiger DSLRs, zum Beispiel die Canon 750D. Die kann nur in 720p 50 Frames pro Sekunde filmen. Das ist auch der Grund, warum ich diese Kameras für Einsteiger eher nicht empfehle, sondern eher Nikon, Panasonic, Sony und so weiter. Bevor ihr jetzt mit dem Filmen loslegt, müsst ihr erstmal entscheiden, welche Framerate euer Endergebnis haben soll. Ihr könnt zum Beispiel 24, 25 oder 30 Frames pro Sekunde als Endergebnis haben. Für einen Filmlook kann ich euch 24 oder 25 Frames pro Sekunde empfehlen. 30 Frames pro Sekunde würde ich euch eher nicht empfehlen. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, welche Framerate euer Endergebnis haben soll, gibt es dann folgende Optionen. Wenn ihr 24 Bilder pro Sekunde haben wollt, empfehle ich euch mit 60 Frames pro Sekunde zu filmen und dann eine 40%ige Slow Motion zu errechnen. Wenn ihr 25 Frames pro Sekunde als Endergebnis haben wollt, was ich zum Beispiel immer mache, dann empfehle ich euch mit 50 Frames pro Sekunde zu filmen und dann die Slow Motion auf 50% zu stellen. Wenn ihr 30 Frames pro Sekunde als Endergebnis haben wollt, empfehle ich euch mit 60 Frames pro Sekunde zu filmen und dann eben auch wieder auf 50% zu setzen. Falls ihr jetzt schon eine 4K-Kamera habt, die nur 30 Frames pro Sekunde maximal filmen könnt, könnt ihr die Slow Motion auch auf 80% setzen und dann als Endergebnis habt ihr dann 24 Frames pro Sekunde. Dann habt ihr immerhin so eine ganz leichte Slow Motion, was auch nicht verkehrt ist. Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr euch an diese Vorgaben haltet und die Frames so wählt, dass ihr auf ein glattes Endergebnis kommt, also 24, 25 oder 30 Frames pro Sekunde, weil ihr sonst als Endergebnis ein ruckeliges Video habt. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, mit welcher Framerate ihr filmt, dann müsst ihr jetzt noch die Shutter Speed richtig einstellen. Die Shutter Speed hängt wieder von der Framerate ab und zwar halbiert ihr die Framerate. Das heißt, wenn ihr mit 50 Frames pro Sekunde filmt, stellt ihr eure Shutter Speed auf 100stel, wenn ihr mit 60 Frames pro Sekunde filmt, auf 120stel. Das kann nicht jede Kamera, meine Leica zum Beispiel kann das. Ich glaube, Canon-Kameras, die können das nicht. Grund hierfür ist die gewünschte Bewegungsunschärfe. Wenn ihr die Shutter Speed zu niedrig einstellt bei Slow Motion, dann sieht das alles so ein bisschen blurry, unscharf aus, was auch nicht so gut ist. Und wenn ihr die Shutter Speed zu hoch stellt, dann sieht alles so ein bisschen ruckelig aus. Man muss aber sagen, bei Slow Motion ist es nicht so schlimm, wenn die Shutter Speed zu hoch ist. Also wenn ihr jetzt gerade keinen ND-Filter zur Hand habt, dann könnt ihr die Shutter Speed auch auf 1000stel zum Beispiel stellen. Bei Slow Motion ist das nicht so schlimm. Und dann könnt ihr auch schon loslegen mit Filmen. Wenn ihr jetzt mit Filmen fertig seid, müsst ihr euer Video in der Post-Production auch langsam ziehen. Das funktioniert in der Regel mit fast allen Schnittprogrammen. Ich benutze ja immer Final Cut, da ist das ganz einfach. Einfach auf 50% oder 40% setzen, je nachdem mit welcher Framerate ihr gefilmt habt. Und fertig ist das Video. So, ihr habt gesehen, es ist relativ einfach, so eine Slow Motion hinzubekommen, wenn man sich an ein paar Sachen hält. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr eine Kamera habt, die 50 Frames pro Sekunde oder mehr filmen kann. Ich nutze Slow Motion bei fast allen Videos, also bei Musikvideos, Fashionfilmen, Eventvideos und so weiter. Es gibt ein paar Filmprofis, die sagen, in Slow Motion sieht alles gut aus, das ist keine Kunst, wenn man Sachen in Slow Motion gut aussehen lassen kann. Ich muss sagen, mir persönlich ist es egal, ich mag Slow Motion sehr gerne, weil eben alles so gut aussieht. Von daher, wenn das Endergebnis stimmt, kann einem das auch egal sein, ob es jetzt einfach oder schwer ist, so ein Ergebnis hinzubekommen. Ja, das war's schon wieder mit meinem Tutorial zum Thema Slow Motion. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.